Runde 3. Ich hab's irgendwie zurzeit mit den ganz kleinen Schnipseln, dadurch werden die Folgen auch ganz lang. Knappe halbe Stunde die letzte, aber erst einmal. Hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Natürlich wieder Bombe. Ach, Ubisoft, wie wär's mit etwas Abwechslung? Bombe. Ich will, glaube ich, Ibana nehmen, wenn ich da wieder an das Schlafzimmer denke. Dann haben wir immerhin auch jemanden, der verstärkte Wände aufmachen kann. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Nicht mal markieren durfte ich sie, Mann. Das war Kamerafrau mit dem Elite-Outfit, oder? Mit hier Kriegsfotograf. Kann ich die Drohne bitte steuern? Die macht ja eh gerade gar nichts. Die auch nicht. Hat sich aber schon mal bewegt, oder? Gucken, wer sich zuerst bewegt. Ich tippe auf Glass. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Oh. Noch 5 Sekunden. Na, und die beiden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft. Glass hat sich zuerst bewegt, auch wenn er keine Drohne mehr ist. Das zählt. Wir wissen noch gar nicht, wo wir hin müssen. Das ist nicht gut. Insofern, wie das hier neben uns blubbert. Die müssen ja irgendwo hier in der Nähe sein. So schnell wie unsere Drohne da zerstört wurde. Oh Gott. Nein! Arschmann. Hier rein ist blöd. Die Bombe wurde lokalisiert. Geht der Kollege auch gleich raus? Ja, was gehst du denn auch rein? Das ist nicht nett. Geht an einer beschissenen Stelle rein. Beschwert sich indirekt, dass er stirbt. Muss ja da selbst wissen. Ja, das ist doch eine Verarsche, oder? Zum Glück habe ich nicht getroffen. Das Blöde ist, ich habe halt nicht EMP, Mann. Ich hätte mal auf den Boden gucken sollen, ob da ein Hologramm zu erkennen ist. Ah, das hätte schon längst auf mich geschossen. Ah, das ist mir nicht geheuer. So schnell kann man einen Gegner loswerden. War hier ein Fenster? Ja, Rückkäsenmann, das ist also der Herzschlagmann. Wow. Mit der Bring 2 umgebracht. Wechsle Magazine. Da war viel drin. Der Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. C4 nervt. Jetzt wollte ich gerade gucken, weil da was zu hören war, aber da war ich zu langsam. Das C4 übertönt halt auch noch so viel. Hey, ich habe immerhin noch ein paar umgebracht. Und das in der letzten Runde. Bin ich damit immer noch letzter? Nö. Ja genau. Kamerafrau, ne, nicht mit dem Elite-Outfit. Es wirkt aber so. Diese Maske. Ich habe mehr umgebracht als meine Teamkollegen. Die waren bestimmt nicht die ganze Zeit dabei. Aber ist mir egal, wir machen noch eine Partie. Weil wenn das Team so gefallen hat und die eh schon alle raus sind, genau, machen wir weiter. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir wirklich gleich eine unangeknabberte Partie bekommen. Hat die letzten Male auch ganz gut funktioniert. Die sind alle schon raus und ich extra auf weiter als Team spielen, der Hoffnung. Ubisoft denkt an mich. Ich finde das schade, dass man diese Statistikenseite nicht im Spiel aufrufen kann. Wobei es gibt auch im Spiel einen Browser. Mit hier diesem Uplay-Interface.
mit Shift und F2. Ach, Bombe, na sowas, ist ja überraschend. Aber, frische Partie. Da denke ich unten an das Spielzimmer und an die Bar mit der Jukebox. Wobei es gar keine schlechte Position, egal für wen. Kessel wird schon genommen. Da lädt wohl jemand Fuse ein. Der hat Kontaktgranaten, ne, der Vigil. Aber ob die gut eingesetzt werden, ich weiß nicht. Er hat, oh, wir haben 6 Stück. Stimmt, Kessel hat ja auch welche, habe ich ja mir letztens angeguckt. Das noch gar nicht so lange her. Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Küche. Sitzt du nah an der Wand, wenn jetzt jemand aufmachen will? Naja, eigentlich schmeckt genug weg. Dann kann man da Fenster gucken. Wäre da besser gewesen? Weiß nicht. Weil hier steht man halt nah am Fenster und hier ist die Gefahr eigentlich gebannt, oder? Kann man da links hin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mach da auch mal auf. 5 Sekunden. Die gehen bloß. Ja, nur 2, okay. Ach, die Kameras sind ja eh Quatsch hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden bekommst, ist sehr gering. Jetzt noch was verstärken? Puh, riskant. Ich riskier's. Dann wäre man hier vorm Küchenfenster sicher. Falls man hier in den Gang gucken will. Puh, das war knapp. Hier habe ich nämlich Blick auf das Fenster, deswegen will ich in die Ecke. Blöder Arschstuhl. Natürlich hat da jemand gelauert. Hat mich gelockt. Hätte ich mir merken und vielleicht auch mal machen. In 300 Folgen vielleicht. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich wieder markiert. Sensor eingesetzt. Na, doch nicht. Oh, Kacke. Ah, Schildträger, okay. Herzschlagsensor aktiviert. Oh, jetzt raucht er auch noch, der Glass. Nitro platziert. Na, hinter ihm. Gleich bin ich der letzte Überlebende. Sensor eingesetzt. Ich geh mal Hallo sagen. Gib bestimmt jemand ans Küchenfenster. Na, Montagne, willst du uns umbringen? Ja, macht er auch. Mission gescheitert. Wo hat denn der mich getroffen? Ich hätte ja noch 70, ungefähr 70 Lebenspunkte. Ich glaube, der hat zweimal getroffen. Sollte ich vielleicht auch mal wieder Montagne spielen? Ne, ich nehme Glass. Hat es hier recht weitläufig. Ist zwar ein Haus, aber ziemlich große Räume. Ich habe Hoffnung, das geht gut. Wir haben 2, die versteckte Wände aufmachen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Oh, bleib ich noch am Baum hängen. Na, Quatsch. Keller oder oben? Ich guck mal unten. Ne, unten sind sie nicht.
Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 5-3? Oh, Nitro. Da wollte wohl jemand Drohnen zerstören. Noch 10 Sekunden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. 5 Sekunden. Hey, das war Grabschrau. Ah, wir haben sie auch schon identifiziert. Das blendet ganz schön, hä, das Licht. Ich habe auch noch den Entschärfer. Finde ich das jetzt gut? Noch weiß ich es nicht. Unten kommt bestimmt jemand raus. Bei Eschlauer da jetzt hoffentlich. Ich will mich nämlich eigentlich wieder an die Terrasse da hängen und diesmal das mit unten nach unten gucken, nach unten schießen, nach unten gehen, vielleicht einhalten. Die sind nur noch zu dritt, die können sich's eigentlich nicht erlauben, da solche Spielchen zu machen, mit unten jemand raus. Wobei, vielleicht deswegen gerade Risiko. Wehe, ich sterb vom Gegner. Nach! Ich lahme Ente, ey. So, Maus mal umsetzen. Fertig. Mal vorgehen. Ich habe den Schärfer, das ist eigentlich nicht gut. Ich würde ganz gern mal vorgehen. Ich habe das genau gesehen. Ich glaube, ich riskiere es mal. Angst, den umzubringen. Ach, Jäger haben sie ja auch noch. Habe ich jetzt mit meiner Granate da eine Läsionmine erwischt? Weil da hat es doch gerade so in der Nähe hat es gerade so ein Klirr gegeben. Ah, stimmt, da die Kamera, ey, da hätte ich doch denken müssen. Naja, daran hätte ich doch denken müssen. Chalet ist ja wunderbar zum Herumgrapschen. Die Treppenhäuser sind spitze. Die Bomben sichern. Okay. Na, ja, das war bei einem Kopfschuss gewesen. Das wollte ich beim letzten Mal machen, als wir hier unten waren. Jetzt habe ich dran gedacht. Aber etwas zu hoch. Nicht gut. Ich gehe mal lieber so ran, dann kann mir keiner die Waffe laufen. Nicht so direkt, ich warte nämlich auf Drohnen. Ich gehe in die Küche. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Keine Munition! Hier kommt bestimmt keiner hin.
ganz gerne an der Treppe hier hinten sein, falls die da unten rein wollen. Bei der Tür. Bei dieser hier. Ich habe ja nichts geschossen, da brauche ich nichts nachladen. Ist noch zu. Da ist aufgemacht zum Reingucken. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Hier ist einfach 0,0 los. Ein Ast hier mit meinen Füßen ist platziert. Lade nach! Moment, dann macht die Bahner was. 2,5. Ich müsste jetzt mal was schaffen. Geht jemand rein? Ich hoffe, der ist alleine. Ich habe doch die bessere Pistole, aber ich treffe ihn nicht gut. Mist. Der guckt auch noch in meine Richtung. Ich habe gehofft, er macht irgendwie was bei der Tür. Der irgendwie etwas seinem Teamkollegen Deckung gibt, aber nee, Pustekuchen. Mist. Einer muss sich noch entscheiden. Nimm Termit, falls die im Keller sind. Wobei, wir haben Schneebahner. Dann nehmen EMP-Mann. Knapp daneben. Wenn wir Glück haben, dann können wir eine Granate unten reinrollern lassen. Neben der Garage, neben dem Garagentor. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Das ist die Schneemobilgarage, ne? Weil bei der anderen stehen ja Autos. Bei dieser hier. Hauptgarage heißt die offiziell, okay. Ah, Weinkeller. Dann schnell rein, damit meine Teamkollegen wissen, wo es lang geht. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Da macht mir jemand auf. Da ist noch einer. Ach, den kennen wir schon. Den kennen wir auch schon länger. Den ebenso. Gibt's hier nichts Neues? Den bestimmt Grabschrau. 5 Sekunden bis Einsatz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Schon wieder den Entschärfer? Kev mit K-E-F-F. Grabschrau. Hoppala. Eigentlich nicht auf das Rohr. Ey! Nein. So, Ibana macht auf. Wieso ist da schon offen? So weit oben vor allem. Das ist doch Quatsch. So, da hinten bin ich mal durch die Karte gefallen. Ist schon lange, lange her. Das Loch ist noch nicht so prickelnd. Ich hoffe, das wird noch besser. Jetzt gucken wir hier gleich zu dritt rein. Warum? Warum Splitter? Ich dachte, er hat eine Splittergranate geworfen. Vielleicht haben die Capcom. Zurückbleiben. Feinde gesichtet. Ich darf eigentlich nicht so vorgehen mit dem Entschärfer. Haben die jetzt unten mal aufgemacht? Ich könnte hier auch noch rauchen. Ah, könnte besser sein. Bring mich die Bahn am Zeit, warum wenn ich jetzt ein Stück vorgehe. Ich wollte jetzt nicht direkt Bug damit einnebeln. Ich komme hier nicht durch. Komm schon, jetzt geht's.
Schärfer ist online und aktiviert. Ein Gegner verbleibt. 5 gegen 1, es wird auch hoffentlich. Körbschfrau war das. Ich krieg die Halterung der Kamera noch. Nicht mal jemanden angekratzt, dass der umgebracht werden hätte können. Einfacher. Irgendwann muss mir doch jemand tödlich vor die Flinte laufen. Ich hätte ja oben schon die Chance. Und dann auch später, aber da ist mir ja ein Toter ins Visier gefallen. Als ich oben bei der Terrasse rein bin. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Sind die jetzt hier unten? Na, hier? Nein. Bei der Treppe war schon Lärm. Ich guck mal Küche. Wobei, da ist die Bahn schon. Dann kann ich da hoch oder runter fahren, das überlege ich mir noch. Vielleicht wissen wir ja gleich, wo die sind. Oh Gott. Aha. Ich guck oben. Ah, okay. 10 Sekunden bis Einsatz. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Schnell noch ein paar identifizieren. Ne, ich gehe raus. Ein Fragezeichen ist noch. Das fand ich jetzt wichtig, einfach mal zu gucken, wer so ein Gegnerteam ist. Habe ich den Entschärfer? Nein, habe ich nicht. So, wer hockt hier im Bad? Hier hockt doch immer jemand im Bad. Der hockt doch in der Wanne, oder? Was? Hier hockt mal keiner am Bad? Was ist denn hier kaputt? Dann gehe ich da oben zu den Handtüchern. Das wird schon noch. Wenn ich die ganze Wand abräumen muss, dann muss das halt. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Nee. Ich würde so gerne Klammer hier unten aufstellen, aber dann muss ich ja Rauch weglegen. In den Hintern. Was soll? Entschärfer ist jetzt sicher. Diesmal kommt unten bestimmt jemand raus. So viele Gegner, wie es noch sind. Das gönnen die sich. Passt auf. War das die Drohne? Ich hätte eher gedacht, Läsion. Da könnte auch jemand aufmachen. Da müsste jemand eine Splittergranate, eine Kontaktgranate benutzen. Um sich die Garage zu öffnen. Pass auf, da ist eine Mine. Das letzte Fragezeichen ist weg. Ich würde ja ganz gerne an die Position von Ibana, damit ich den blöden Badewannentypen da bekomme. Ich glaube, der ist jetzt weg. Na, hier ist niemand mehr. Gehe ich jetzt mal hoch. Ob die sich da aufgemacht haben? Wenn man übers Bad noch rein kann, da ist eine Außenwand. Also eine Wand zum Gang. Na, da guckt schon, okay. Da ist jemand verletzt, hoffentlich nicht. Ist es nicht Grabschfrau? Ich glaube schon. Wenn ich jetzt werfe, kommt jemand. Passt auf. Gott, oh Gott, ich habe ihn umgebracht, aber das war nicht gut. Ah.
Aber wir haben gewonnen. Gut, wenigstens das. Und ich habe jemanden umgebracht in der letzten Runde, auch wenn das nicht so toll war. Hatte ich das Loch mit keiner. Das war eben die Wand, die ich meinte. Da kann man sich aufmachen, um vom Gang aus ins Bad zu kommen. Das wäre halt noch ein Problemfall gewesen. Denn da hätte noch jemand rumkommen können. Na gut, aber wieder so ein Schnipsel gehabt und dann 5 Runden. Das sind lange Folgen. Na, nicht einschlafen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.